Ja, salü, servus, herzlich willkommen im Wiener Keller. Heute Wein aus dem Kremstal, aber gemacht von einem Burgunder. Charlie Roll ist also Sohn einer Weinfamilie aus Marsannay, hat Önologie studiert, dann ist er auf Weltreise gegangen, war zunächst in Dublin, Manager einer Bar. Dann war er in Südafrika, in der Schweiz und danach hat er ein Praktikum in Österreich gemacht bei Birgit Braunstein. Schöne Grüße. Dann war er noch mal kurz in Frankreich und der Liebe wegen ist er seit 2016 im Kremstal und macht dort Wein. Hat 2 Hektar, will er vielleicht auf ca. 3 Hektar ausweiten. Mehr soll es nicht werden, weil er auf die Qualität höchsten Wert legt. Rebsorten hat er also schon, die autochthonen österreichischen Rebsorten. Er hat grünen Veltliner, Zweigelt, kauft Cabernet Franc noch dazu und Merlot hat er, glaube ich, noch. Wir testen heute 4 Weine, 3 rote und 1 grünen Veltliner. Das Besondere an den Weinen ist, es sind alles Landweine, weil sie auch sehr speziell bereitet werden. Er ist sehr stark geprägt durch Loire und vor allem Burgund und durch seinen Freund und Mentor Sylvain Pataille. Pataille, das ist glaube ich ausgesprochen, ja. Hat hier auch die 3 Prinzipien übernommen: biologische Bewirtschaftung, minimaler Eingriff im Keller und ganz Traubenpressung. Ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal den ersten Zweigelt. Le Sang Beurre, ohne Angst. Und ich finde die Etiketten auch sehr schön. Burgundischer geht's nicht. Das ist nämlich der Orden vom Heiligen Vlies. Vom Heiligen Vlies? Vom Goldenen Vlies, Entschuldigung, Goldenes Vlies. War im Burgund ja ein sehr berühmter Ritterorden. War eigentlich oder hat eigentlich das Rittertum mitbestimmt, die Vorgaben, die dieser Orden hat. Aber das kann der Burkhard besser erklären, der ist ja der Profi-Historiker bei uns. Ja, der Zweigelt, das Besondere ist, der wird eigentlich wie im Beaujolais gemacht. Und zwar ist das die Carbonation, und zwar wird es als Semi-Carbonik bezeichnet. Also man arbeitet hier jetzt nicht im offenen Holzbottich und dann wird das Ganze immer gewendet und durchstochen und so, sondern es wird unter Druck gesetzt. Ja. Ganz typisch fürs Beaujolais. Und boah, der Wein kommt aus der Ried Kittmannsberg. Kalk. War 18 Monate im Holz. Also 50% waren im Barrique, teilweise neu, teilweise alt. Und 50% im Akazienfass. Das ist eigentlich ganz typisch gewesen in Österreich. Also er hat hier da schon die 2 Welten miteinander verbunden und was rauskommt, ist fantastisch. Da ist zuerst Kirsche, Himbeere, noch etwas Wacholder, nichts Süßliches, nichts Weiches, das ist schon ein Zweigelt, der auch Ecken und Kanten hat.
Also der Wein hat, glaube ich, ein sehr gutes Reifungspotenzial und also eigentlich heißt es Maceration Carbonique, wird aber auch Semi-Carbonique genannt. Also diese Methode hier ist super. Großes Kino. Kriegt die 44. Jupp, da sind wir gleich in der richtigen Schiene drin. Ich gebe jetzt zum Burkhard, der testet den zweiten Wein heute. Und ich melde mich dann mit dem dritten beim Cabernet Franc. Bis nachher. Burkhard, viel Spaß. So, jetzt bin ich auch dran. Ja, danke Ralf. Hier bin ich und Ralf meinte ja, ich soll unbedingt die Weine vom Charlie Roll mal probieren. Deswegen hat er mir auch zwei Flaschen mitgebracht. Und ja, der Ralf hat auch schon einiges erzählt. Das Weingut befindet sich im Kremstal. Der Charlie Roll ist aufgrund der Liebe ins Kremstal gekommen. Kommt eigentlich aus dem Burgund. Und macht dort eben auch sehr burgundische Weine. Und in dem Fall würde ich das wirklich auch mal unterschreiben, dass es dann wirklich burgundische Weine sind in Grenztal. Der erste Wein, den ich heute hier präsentiere, ist der La Teme. Oh Gott, mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Le Téméraire. Grüner Veltliner 2020. Ja, Grüner Veltliner ist ein im Kremstal jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber der Charlie Roll behandelt die Reben natürlich genauso wie man im Burgund jetzt, was weiß ich, Chardonnay oder Pinot Blanc oder ja, behandeln würde. Die Trauben kommen aus biodynamischem Anbau, werden direkt gepresst, ohne Standzeit. Und dann kommen sie ins kleine Holzfass. Meistens gebrauchte Holzfässer. Bin ich sehr gespannt jetzt hier. Jahrgang 20. Der hier ist auch unfiltriert. Oder ist unfiltriert, glaube ich. Unfiltriert, ja. Bisschen Schwefel kommt natürlich rauf, dann am Schluss zur Abfüllung. Ja, ich würde sagen, hat auch einen leichten oxidativen Touch. Ich glaube, hier gibt es auch eine malodaktische Gärung im Normalfall immer. Spannend, ganz spannend. Wir haben eine Nase, ja, so was Apfliges, bisschen Grapefruit, bisschen grüner Tee. Nuss. Oh, so ein Nase Haselnuss, Nuss. Also vom Veltliner ist jetzt, also ich finde ihn relativ untypisch für einen Veltliner. Vom Geschmack her schon eher wieder
Wirklich ganz, ganz, ganz spezieller Veltliner hier. Also wirklich ganz, ganz anderer Stil, würde ich sagen. Komplett anderer Stil. Hat schon auch eine Würzigkeit. Ein Geschmack hier. Orangen. Zeste. Hat auch ein bisschen was. Extreme Salzigkeit finde ich jetzt auch. Das ist wirklich so eine ganz frische Salzigkeit. Ich glaube, das gibt es auch so kandiertes Obst, das so ein bisschen mit Salz behandelt wurde. So in der Richtung. Das finde ich hier wieder in dem Wein. Muss man sich ein bisschen reintrinken. Spannend, ganz spannend. Ganz tolle Sache heute. Die Reben kommen, glaube ich, aus seinem eigenen Anbau. Hat auch Fremdreben, die er verwendet. Oder Fremdtrauben. Also er merkt, ich bin jetzt so ein bisschen... Bin so hin und her gerissen und ich muss mich darauf jetzt wirklich so richtig einlassen auf den Wein. Jetzt habe ich auch so leichte Röstaromen, so leicht. Wie heißt das? Lakritz. Okay. Ganz großartiger Wein, geht schon ein bisschen in die Natural-Schiene. Also einen leichten Natural-Touch hat er schon. Wie gesagt, also die Säure ist da, alles sehr dezent. Holzeinsatz wirklich sehr gut eingebunden. Der hat Gerbstoffe. Ich glaube, Ganztraubenpressung, das heißt so ein bisschen Rappen, also der wurde nicht entrappt. Das heißt, wir haben dadurch ein bisschen mehr Gerbstoff. Je mehr ich den probiere, umso besser wird er. Ganz stark. Ganz starker Wein heute. Gibt es, glaube ich, so für 20 Euro. Etwas über 20 Euro, glaube ich. Ist jeden Cent wert. Vom Essen her. Ha. Pilzgerichte kann ich mir sehr gut vorstellen. Könnte mir auch sehr gut so Risotto-Gerichte vorstellen. Könnte mir auch sehr gut gewisse Pasta-Gerichte vorstellen. Könnten uns auch in die Richtung meine bessere Hälfte macht so ein richtig tolles Moussaka. Und ich finde so Moussaka, wenn das richtig gut gemacht ist, das ist übrigens ein richtig geiles Essen, braucht man immer auch einen Wein, der so ein bisschen speziell ist. Weil das durch die Würzung vom Moussaka, da kommen ja auch so Zimt rein und ein bisschen Nelke und so.
denkt man immer so, man muss vielleicht einen Rotwein nehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Veltliner hier dazu richtig gut passen könnte. Das ist ein bisschen ganz Gegengewicht auch. Mega Fließgeschwindigkeit, toller Wein. Ich habe Boah. Bin sehr begeistert und ich würde jetzt hier auch schon in die 40er gehen. Ich würde da jetzt schon ein Ausrufezeichen setzen und ich würde jetzt schon 45 Punkte würde ich da schon geben. Grandioser Wein, macht richtig viel Spaß. Ganz toll. Ja. Von dem her, gleich kommt noch ein zweiter Wein. Aber jetzt trinke ich noch aus und in der Zeit könnt ihr euch einen Ralf anschauen. Der hat auch noch was. Bis gleich. Ja, danke für die Überleitung, Burkhard. Der zweite Wein, der dritte Wein, kommt jetzt sofort. Eigentlich hätte den ja der Burkhard probieren müssen. Der heißt nämlich Le Hardy. Das heißt, ich bringe dir eine Flasche mit davon. Das ist ein Cabernet Franc von 2019, Trauben hinzugekauft. Ich liebe Cabernet Franc. Und ich bin ein großer Unterstützer, den auch in Österreich und in Deutschland anzubauen. Auch in Franken. Erste Nase ist Sauerkirsche, ja, richtig Sauerkirsche. Wir haben aber auch Holler, ja, und zwar, wenn ihr diesen Hollerstrauch, haben wir als Kinder immer gemacht, die Äste aufgeschnitten, da ist ja innen drin dieses Weiße, ne, was man so rauspulen kann. Und das hat dann alles so einen bestimmten Geruch und in die Richtung geht er. Zwetschge. Mann, das sind ja fränkische Gerüche hier. So ein bisschen Brombeere, aber vor allem Zwetschge und Sauerkirsche. Kommt auch aus dem Holz. Ich muss sagen, er beherrscht es meisterlich. Ja? Holzeinsatz perfekt. Und ich hasse es, eine Flasche Wein aufzumachen und du hast dann so fast schon so Kiefernlatschen in der Nase. Ne? Also so überhöhtes. Ein schlechtes Toasting eigentlich, ja, oder nicht passend. Und man muss auch sagen, du brauchst eine bestimmte Qualitätsstufe, um überhaupt Barrique verwenden zu können. Also es ist sinnlos, einfache Weinchen ins Barrique zu packen. Die sind im Edelstahl besser aufgehoben. Pfeffer ist auch da. Toll. So ein bisschen Lorbeer. Lorbeer wird immer unterschätzt. In jedes Rindfleischgericht gehört irgendwo Lorbeer. Ja. Und der Wein, der passt zu Rind. Toll. War wirklich toll. Soviel ich weiß, hat er jetzt auch noch blaufränkisch angepflanzt. Also total verrückt eigentlich.
Rechnet kein Mensch im Kremstal damit. Normalerweise hast du deinen grünen Veltliner und deinen Riesling. Und nee, großartig. Der Wein hier auch großartig, ist sogar noch ein Stück, ein bisschen vor dem Zweigelt, kriegt die 45. Großartige Weine. Ich muss mal schauen, ob wir da eine Tour machen können. Der Mann interessiert mich. Ja, das ist ja auch wegen der Liebe in Österreich hängen geblieben. Kann ich alles nachvollziehen. Österreicherinnen sind gefährlich. Ja, ja, was heißt gefährlich? Nein, großartig. Ich kann nur sagen, unbedingt mal probieren. Das ist so eine Mariage Österreich und Frankreich. Ja. Gefällt mir sehr gut. Also dann, au revoir. Aber wartet noch, der Burkhard kommt jetzt noch mit dem zweiten Zweigelt. Bis dann. Servus. Ja, da bin ich wieder. Zweiter Wein von Charlie Roll. Das coole Etikett, das ist goldene Vlies. Schauen wir mal hin. Das ist das goldene Vlies, ich glaube schon, oder? Das schaut so aus. Charlie Roll Côte Danubienne. Danubienne, also von den Ufern der Donau. Ist ja auch Kremstal. Trauben, die jetzt nicht von ihm persönlich sind, sondern vom Weingut Jucic. Die hat er gekauft, also ist von dem her Bio. Teils Ganztraubenpressung hier auch. Ansonsten kommt das Ganze für 18 Monate in 3 bis 5 Jahre alte Barriques. Und da bleibt es dann. Ganz, ganz, ganz unverhohlen. Der Wein kommt einfach ins Fass und dann wird ihm Zeit gegeben. Übrigens die Rebsorte Zweigelt. Zweigelt. Bin ich mal echt gespannt, weil Zweigelt ist ja wirklich so in Österreich so der Massenträger eigentlich. Meistens sehr kirschig, sehr, war nicht zu überladen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also der Wein, der wirkt jetzt wirklich burgundisch. Vielleicht jetzt nicht. Also Pinot Noir ist es jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal, wenn er so ein bisschen südlicher geht, kommt er so langsam in Richtung Beaujolais. Und so in die Richtung können wir das ganz gut vorstellen. Das ist natürlich keine Gamay, sondern Zweigelt, aber vom Stil her, also wirklich, also man merkt hier so richtig, hier macht jemand in Frankreich, in Österreich so was Burgundisches, was Französisches. Und den französischen Touch kann er einfach nicht verstecken. Aber ich finde jetzt hier nicht so das primär Kirschige, also ein bisschen Kirsche hat er natürlich auch, aber jetzt nicht so wuff, sondern ich finde, es sind jetzt eher so bärige Aromen hier zu merken. Blaubeere ist da schon eher da, Brombeere vielleicht. Das Fass, das merkt man eigentlich wirklich nur, also merkt man eigentlich gar nicht, jetzt von der Nase her. Also kein Vanille-Touch, der einem jetzt hier entgegenspricht, was eben auch ja, eigentlich bei einer 3 bis 5 Jahre alten, bei einem 3 bis 5 Jahre alten Fass auch nicht mehr so im, nicht so da sein sollte. Trocken, Gerbstoff, das heißt auch ein paar Würzigkeit, sehr, also wirklich würzig. Auch ein richtig toller Zweigelt, also auch war was anderes, was man aus dieser Rebe machen kann. Also es ist ja wirklich der absolute Massenträger in Österreich. Wird hauptsächlich
Zweige, dreinsortig ist meistens eher so die Basislinie, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ansonsten wird er auch sehr gekonnt, wirklich sehr gekonnt, für Cuvées benutzt. Und hier haben wir wirklich mal ein Zweigel, wo ich sage, hoi, hoi, hoi. Ganz anderer Stil. Auch sehr naturbelassen. Wird frisch, wird kühl. Was ist denn mal vom Alkohol? Ich glaube auch nicht so hoch. 12,5. Auch Jahrgang 20, glaube ich. Ja. Haben wir das Etikett schon ruiniert? Naja, egal. Also ich muss sagen, der Wein ist ein richtig schöner Rotwein, richtig toll. Da bekommt er für 20 Euro auch richtig viel Wein ins Glas. Ich muss sagen, mir war der Weiße noch, den fand ich noch eine Spur interessanter eigentlich. Aber der Rote ist auch ein richtig, richtig guter Wein, muss man dazu sagen. Ist gerade noch ein bisschen, fast ein bisschen jung, also mit Jahrgang 20. So 2 Jahre würde ich dem vielleicht schon noch auf der Flasche Zeit geben, dass man da einfach mal schaut, was sich da noch so entwickelt. Aber ich glaube, da würde sich noch ein bisschen was entwickeln. Und, aber sagen wir jetzt mal Stand jetzt, weil das ist ja auch immer das Wichtige bei uns hier bei Werner Vino. Wir wollen ja den Wein auch so ein bisschen zeigen, wie der jetzt gerade ist. Also ist das jetzt ein richtig schöner Trinkwein? Und dann muss ich jetzt einfach mal sagen, ja. Richtig schön, toller Wein zu wild, könnte mir auch gut zu Lamm vorstellen, also wirklich zu richtig schönem rotem Fleisch, kurz gebraten, vielleicht auch vom Grill, da wird er richtig gut passen. Schönes Lammsteak vom Grill. Ja, hat einfach wirklich so eine Frische, dabei einen richtig tollen Extrakt. Also da wurde richtig gut gelesen und dann eben durch die Verarbeitung im Keller auch richtig gut. Also da ist wirklich jemand, der kann Wein machen. Das ist hier ein, ja, schon ein Winzer, von dem wird man noch viel hören. Also das ist ein Geheimtipp, glaube ich, kann man schon durchaus sagen. Und der Ralf war schon dort. Also muss man ja vielleicht auch noch sagen, der Ralf hat schon on Tour gedreht, das werdet ihr demnächst auch sehen. Da könnt ihr dann auch den Charlie Roll mal kennenlernen. Und seine Machart von Weinen kennenlernen. Ich habe es mir schon angeschaut, war sehr begeistert. Ich finde jetzt, wo ich die Weine noch probieren konnte, muss ich sagen, ja, so gehört sich das. So möchten wir Wein gerne im Glas haben. Ja, also von dem her gebe ich jetzt hier auch Punkte. Hat es ja vorhin schon angedeutet, ich fand den Weißen jetzt eine Spur stärker. Der hat mir gerade heute ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt sagen, der Rote ist eigentlich nicht viel schlechter. Also viel schlechter in Anführungszeichen. Das sind beides Top-Weine. Ich sehe den Weißen halt bei 45 Punkten und den Roten bei 44 Punkten. Aber ich glaube, dass ihr merkt, das ist wirklich hier Jammern auf relativ hohem Niveau. Aber ich muss sagen, der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich muss jetzt nur schauen, ob ich noch ein bisschen Lamm vom Grill herkriege. Aber
Mal schauen, vielleicht kriegt man da noch was her. Ich muss sagen, ich werde gerne wieder was von dem Weingut probieren. Der Charles Roll, der macht tolle Sachen. Und ich melde mich jetzt heute ab. Das war's von meiner Seite. Ja, bleibt uns gewogen. Abonniert Werner Vino, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Freut euch auf das Tour mit dem Ralf und Charlie Roll. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.